So, da bin ich wieder. Sehr gut. Oh, Stream läuft angeblich bei mir, bei dir hoffentlich auch die Aufnahme. Aber hallo. Ja, aber hallo. Gequasselt. Wer gequasselt hat, vermutlich die ganzen Intellekt-Verschlinger. Ja, das war so eine dominante weibliche Stimme, so von wegen absolute Weißes oder so. Als wäre das irgendwas Besonderes. Wollen wir durch diese wunderschöne Tür aus Fleisch gehen? Ja. Nicht Schöpfung, sondern Tod. Unterkünfte. Hä? Kamera tut Dinge. Kamera macht doch ständig irgendwelche Sachen. Da sind Leute. Wo sind Leute? Von dir aus jetzt geradeaus. Oh. Hallo Leute. General Thorn was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Was ist denn für ein schicker Hut, den sie da aufhat? Ja, ich wollte auch schon sagen, was für ein Helm. Das geht ein bisschen in Richtung Pyramid Head für Arme. Komm, täuschen ist doch voll dein Ding. Täuschen ist so richtig mein Ding. Oh. Naja, muss mindestens eine 10 würfeln. Oh, dann muss ich noch einen. Dann machen wir es. Schon ausgezahlt hier. For a thrall, you could merely get in the way. Go on, make yourself useful somewhere. If you cannot manage that, just stay out of the way. Cool. Okay, wir sollen aus dem Weg bleiben. Aus dem Weg gehen kann ich. Arge Henry, Eisenfinger und wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Harriger Henry, ich frage ihn mal. Heed the mistress. She is blessed. Ja, der ist wirklich behaart. Okay, aber so viel scheinbar mit denen nicht machen zu können. Kresser Knochenfochter. I need a quick word. Über die Pyramid Head verarmen. May death claim you soon. Weißt du wieso? Ich will nicht sterben. Ich auch nicht. Hier ist eine Knochen. Oh, was ist das denn für einer, der da rumhackt? Riesenfinger. The end is coming. Do you feel it? Tattoo-Künstler hat gut an ihr verdient. Ja, bitte. Er hat gut an wen verdient? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Ein Tattoo-Künstler an Eisenfinger. Achso. Hier hast du ein, zwei Tattoos. Also viel interessanten Kram haben die hier nicht. Nö. Aber Laternen haben sie hier. Und ein Steinbett. Down. 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 Okay, hier gibt es einen Befehl, der lautet, Sklaven zu erschaffen. Ja, da kümmert sich bestimmt der eine Typ drum, dem war beim letzten Mal so ein bisschen... Ja, genau. Balthasar wird ja auch erwähnt. Der Notiz. Diese ganze Bagage, die hier umzieht, wenn
Hurry now. The city calls out for salvation. Ist die Stimme vielleicht der, die das Absolute? Irgendwie können die sich da ja nicht entscheiden. Keine Ahnung. Jolum hat die nächste fleischige Tür gefunden. Ja. Wir waren ja, glaube ich, jetzt so ziemlich durch in dem Raum. Ja, da war nicht viel. Sei, wir hätten uns mit denen angelegt. Ja. Aber mussten wir nicht. Oh, hier ist noch eine Tür. Rechts oder links? Ja, rechts oder links oder links? Ach so. Oha, die ist groß hier. Das ist sympathisch. Whole fleet of Nautiloids. How many true souls have passed through this place? A whole fleet of Nautiloids. How many true souls have passed through this place? Das sieht wieder aus wie so ein lustiger Fahrstuhl. Aber wollen wir da runter? Oh, eine Heilstation. Lang keinen mehr gesehen. Ja. Aber brauchen wir ja auch nicht. Ja, aber die kommt immer wieder. Ja. Ach so. Ah, für den Zauber Tote beleben ist durch den nekrotischen Gestank. Ah, die Plattform ist schon hier. Dann wird bestimmt also du hier kannst anscheinend Zombies ohne Leichnam erschaffen. Was? Hier, guck mal auf den Status. Verjüngendes Miasma. Zauber Tote beleben ist durch den nekrotischen Gestank kein Leichnam erforderlich. Oder heißt das nur, wenn einer von uns stirbt, kann man den einfach so wiederholen? Nee. Nicht schlecht. Ja, es ist praktisch, so ein Zustand. Aber du kannst immer nur einen holen, ne? Nee, das war jetzt, der Effekt von irgendeinem Gegenstand, den ich habe. Der ist leider fest plus ein Untoter. Ich wollte jetzt aber meinen Zauber nicht zum Testen verwenden. Wollen wir runter oder uns erst umgucken? Wir können gerne runter. Sind alle da? Ich glaube, ich bin versammelt, ja. Is anyone else's tadpole squirming around a lot more than usual? Aye. Feels like something down here has them excited or scared. Ah, da ist ja alles gut. Ich will wieder nach oben. Stell dich nicht so an. Müssen wir bloß genug Tote produzieren, ja? Genau. Oh, oh. Ich war's nicht. Oh oh. Erna ist auch nicht am Platz. Dann startet jetzt bestimmt was. A background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The absolute is behind this door. Ach, wie praktisch. Na dann, gehen wir rein oder gehen wir nicht rein? Wir gehen jetzt einfach weg. Wir gehen jetzt rein, alles klar. Wir haben sie gefunden, wir können wieder gehen. Oder es. Ich glaube, die Verwirrung kommt, weil im Englischen der war nur wie. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gordash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I've played my part.
You built an army for our masters, true enough, but what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The Lash of Thor. And most powerful creatures in existence, enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Ah, ja. Das wird eine Freude. Das also, wird lustig. Das Absolute ist ein Hirn. Genau. Ja, nicht irgendein Hirn. Und die haben diese, waren das nicht von den drei Brüdern, die ja irgendwie Baldur's Gate gegründet haben oder so? There you are, Götter oder so? As predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? Da bin ich jetzt wieder. Weil du vorangelaufen bist. Absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Wie immer deine Entscheidung. Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me.
My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. Ich höre immer Merkel. Ich will aber kein Untoter sein. Warum nicht? Du willst einen Untoter haben. Das will vor allem solche. Eine Untote, ja. Untoten, also eine Untote Totenbeschwörerin, das wäre doch was. Das hat Potenzial. Schon wieder gegen den. Er ist unverwundbar. Was? Zustand. Sag sowas nicht. Nee, solange er Nachtlied gefangen hält. Hält er aber nicht mehr. Warum ist denn das da noch drin? Das aber das hatte ich doch noch richtig im Kopf, dass die drei, die sie gerade gesagt haben, irgendwie alle irgendwie so eine Form von Götter des Todes sind, oder? Also dieser Merkel, links und noch irgendwer. Hängt die nicht da hinten? Oh ja. Dame Eileen. Schwert der Mondwelt im Seelenkäfig. Unverwundbar. Warum hat er sie denn dann überhaupt? Ach, dabei hatten wir doch es schon so einen langen Kampf. Im Seelenkäfig. Wir müssten bloß zu ihr hin, um ihr rauszuhelfen. Ja, die wurde doch von dem Tentakel gecatcht da. Bin ich bei euch auch unsichtbar, also nicht dargestellt? Da ist zumindest ein leerer Kreis, ja. Genau, das meinte ich. Okay, alles klar. Aber da muss ich mir bestimmt keine Sorgen machen, dass das bestimmt nee, alles bei, gut ist. Bei mir stehst du da. Gut. Dann bin ich ja beruhigt. Meine Schulter ist in deiner Brust, aber sonst. Ach, China. Ja, jetzt ist Eis da. Besser. Mit ihrem Ausbildung. Jetzt habe ich tödliche Befehle. Gut, dass ich nicht da bin. Jetzt bin ich wieder da. Du sollst einen bestimmten Gegner angreifen. Was ist das hier? Skeletthülle. Die wen? Kaputt. Gut, sonst wäre die wieder explodiert. Ich glaube, ich möchte aber erstmal ein bisschen zurückgehen. Das ist ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Wäre es gegebenenfalls möglich, dann gleich nochmal zu speichern und nochmal neu zu laden? Geht das im Kampf? Ja. Weil ich würde mich schon ganz gerne sehen. Also ich sehe dich. Ich habe gerade festgestellt, ich sehe unsere gute Rani nicht. Oh Mann. Aber bei mir sind alle da.
Ich sehe bei mir halt nur den leeren Kreis. Was war das? Gummi auf Asphalt. Warum machst du sowas? Na, das ist ein Luft PC. Luft hier drin ist. Das ist ein PC. Wenn er jetzt laden muss, dann ist er ein bisschen gefordert und dann... Aber Asphalt? Wieso hat der Asphalt im PC? Ja, das ist ja nur der Antrieb draußen. Aha. Hatte man V8 stehen, der den Lüfter betreibt. Ja, so ungefähr. Ja, war ja klar. Ziel zu weit entfernt. Ziel zu weit entfernt. Dann geh dich da ran. Geht nicht mehr. So wie ich das jetzt verstanden habe, haben die drei quasi das alte Gehirn und die Gedankenschinder ausgenutzt. Deswegen verwandeln sich auch die Leute nicht. Also. Was dürfte so hinkommen, ja? Das steht dann da, hier ist irgendwelche gefangen, ob die mit Hilfsaktionen befreit werden. Ja. Das heißt, einmal aufhelfen. Ja, das sollte unser Ziel sein. Weil ich sagen muss, Baldur's Grave fand ich schon gar nicht schlecht. So als Wortspiel. Ach, das hab ich übersehen. Ich habe extra einen Bären in den Weg gestellt. Und das Eis. Es ist aber mal gut da. Viecher wieder. Hui. Das möchte ich auch. Eieieiei. Betäubt. Nee, dagegen habe ich nichts. Nee, betäubt kann ich auch nicht helfen. Krankheit, Gift, Lähmung, Blindheit, kein Problem. Alles außer beim kurz schlafen gelegt. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Seelenhüllen. Mein Rabe. Ich lieg da rum. Ach so, nee, man ist das gemeinsame Ziel von den allen. Nee, deswegen haben mich da gerade alle einmal. Wahrscheinlich macht er das nach Leben. Immer der gerade am meisten Leben hat, ist das. So gut, was Rettungswürfe angeht, schon wieder das. Ritzel. Schön ja, oh, aber so. Aber heilen. War ja klar, Rani. Das war so klar. Schön, wie bei der Heilung eben auf so ein bisschen vom Boden hochgehoben wurde. Leichtes Zucker. Das wirkt ein bisschen wie so bei ihr Defibrillator. Ich habe eben 12 Schaden gemacht. Hast du das gesehen? Ja. Wow. Ich lieg weiter rum. Ja, mach das mal. Kennen wir ja. Oh. Bin nicht mehr betäubt.
Oder doch? Also richtig gesund siehst du aber immer noch nicht aus. Ne, du bist nicht mehr liegend. Nee. Betäubt bist du noch. Autsch. Das ist schlecht. Nur weil ich den eben geblitzdingst hab. Wie sieht's mit Säureschaden gegen die aus? Keine Immunität und keine Resistenz, das gefällt mir. Giftimmunität. Ja, ist aber nicht Säure. Wow. Boah, bei so vielen Charakteren, wenn du da mal eine Runde aussetzt, hast du echt. Ah ja. Ja, das mache ich jetzt. Wenn ihr bitte weniger aussetzen würdet. Du hast halt 20 Charaktere. Ihr dürft gerne Randy übernehmen. Ist jetzt, glaube ich, nicht so meine Klasse. Hä? Was war das? Das waren sengende Strahlen. Oh, wir haben beide gleich. Oh, das hat ihn direkt umgebracht. Nee. Dann kann er zumindest nicht mehr weglaufen und der wird direkt tot. Ja, dann kann er auch nicht mehr weglaufen. Ne, aber das war ja viele Hitpoints. Wow. Ich zeig dir gleich mal, wie das geht. Gut, wenn du dann auch drei. Ja, war doppelt so gut wie meine Heilung. Hast du die davor auch schon mitgekriegt? Ich habe dich zweimal geheilt. Nee, die habe ich nicht mitbekommen. Die war noch besser. Also der Henker haut's echt raus. Schon das zweite Mal mit dem Henker getötet. Soll ich jetzt auch da hoch oder was? Nö. Wer kann sowas auch? Der schlabbelt einmal übers Gesicht und schon ist wieder alles gut. Ein Duell! Wow. Jetzt haben wir auch wieder die
Totenbeschwörungs-Aura, ne? Ja. Muss man bloß zu kommen. Ui. Ui. Der hat ein bisschen ausgeteilt. Ich dachte, ich mache dem schon viel Schaden. Da haut er mich zweimal und ich matsche. Ja. Ich finde schön die Nachricht. Da sehe ich gerade keine Kontrolle. Auf die Punkte sterbend. Ja, ich kenne den Zustand. Ich hatte den so ein, zwei oft. Zauber gegen den kann man echt vergessen, ne? Zauber gegen den kann man echt vergessen. Schade. Jetzt hat er bloß noch 5. Da hat sich jetzt halt kein Special-Angriff so richtig gelohnt. Mal gucken, ob sie diesmal ein bisschen fähiger ist als letztes Mal. Mondstrahl. Ja, das letzte Mal war ja das Problem, dass da so viele Minions rumrannten, ne? Das stimmt. Er nimmt jetzt auch 2 bis 20 Schaden pro Runde. Oh, steh doch mal auf. Fällt zwar vermutlich gleich wieder um. Kommt drauf an, wo er gleich drauf geht. Ja, die Skeletthülle, ja, gut. Ja. Hey, ah, Details, Details. Ah, aber er kann weggehen, das ist doch gut. Okay, und der ist auch noch da. Er rennt aus der Dunkelheit, die ich ihm da oben hingepackt habe, raus. Oh, dabei passt ihr so gut zu ihm. Oh, ich kann hier hochspringen. Ja, der Flummi. Fadenscheinige Furztort. Sag mal. Jolle, was benutzt du für Worte? Was? Ich benutze keine Worte hier. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich gehe es unterbrochen. Kielstelle? Nö. Geht einfach nicht. Na gut. War ja auch genug angeschwächt für dich. Achso, dann wollte ich da noch mal ein bisschen helfen. Endlich macht die mal Schaden.